lass das jetzt mal so stehen. Willkommen im nächsten Menschen. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ach du Scheiße. Ich wäre da in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Das ist nur ein Sprichwort, ich wäre in 100 Jahren vielleicht drauf gekommen. Aber... Ach du Kacke. Was erwartet man von den Leuten? Das sieht ultra tödlich aus. Ich weiß nicht, wie ich darüber kommen soll. Wenn ich springe, ich nehme an, die Dinger machen Schaden. Wie viele Herzen habe ich? Na gut, ich versuche erstmal nochmal zum... Bevor ich hier meine Selbstmordwelle anfange, versuche ich noch zum Flockhändler zu kommen, den es in jedem Dungeon ganz zufälligerweise gibt. Und dem seinen Eichenflock abzukaufen. Vielleicht ist es auch ein Pfahl. Ich sag Flock, weil das irgendwie richtig... Ich weiß nicht warum. Das klingt irgendwie flockig. Locker flockig. Naja, das ist trotzdem... Mal zurück zum Spiel. Also, ich... Nein, ich wäre einfach nicht drauf gekommen. Andererseits bin ich... eine Falle. Andererseits... Ich weiß, dass die Falle da ist. Ich weiß es. Und ich falle trotzdem rein. Ich falle sogar durch die nächste durch. So. Zack, zack. Wie soll man darauf kommen? Ich meine, selbst wenn man zufällig den Rotkristall ausgerüstet hat und sich dahin kniet, wer bleibt denn länger als irgendwie 2 Sekunden da knien? Das macht man nicht. Also, ich wäre da nicht drauf gekommen. Vor allem, wie lange man da jetzt knien bleiben musste. Das waren bestimmt 3 bis 4 Sekunden. Also, ich wäre da nicht drauf gekommen. Nur mal so. Falls ich das noch nicht oft genug erwähnt habe. So, links, rechts, links, rechts, links. Fleischbällchen. Okay. Ach. Aber angreifen kann ich sie nicht. Ich könnte nur mich angreifen. Was ist die Erklärung dahinter? Sind das Felsbrocken oder so? Ich weiß, dass da oben welche sind. Ich habe sie eben gesehen. Aber... Ich verstehe es nicht. Gut, hier ist mal wieder nichts. Nicht mal ein Buch oder so. And this entire scene was... What? Entirely pointless. Exactly. So. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen komische Aussprache. Ich klinge noch deutscher als der deutscheste Deutsche. Also noch deutscher als jeder Franz Josef Obermeier. Franz Josef Obermeier, falls du zufällig zusiehst, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht genau dich als Beispiel benutzen. Ah. Okay. Ja. Aber, ja, gut, was soll's. Im Akzent kann man auch nichts ändern. Weißt du, ich habe mal ein Interview mit einer Band geführt. Ja, ich mache sowas in meiner Freizeit. Und die fanden, ich hatte eine lustige Aussprache. Ha. Naja. So, kann ich hier durch? Da kann ich durch. So ein Zufall. Da? Ja, da auch. Ich mache einfach mal frei, obwohl es... wieder weg ist, sobald ich wieder zurückkomme. Lass mich raten, ich bin jetzt schon im letzten Raum und der Pflock-Typ ist da, wo ich gesagt habe, nein, ich suche jetzt erstmal den Pflock-Typ. Ich gehe mal nach unten, glaube ich. Pflock-Typ! Pflock-Typ! Wo bist du? Ja. Ah! So. Naja, jedenfalls hat meine Meinung nach dieses Spiel eine Menge Kram, auf den es hätte verzichten können. Einerseits einfach diesen absolut kryptischen Unsinn. Dann das Währungssystem, das einen zum Farmen zwingt. Die Hintergründe. Also ich finde, im Moment geht's, das ist bis jetzt für mich farblich gesehen irgendwie der ansprechendste Dungeon. Aber ich glaube, seit der absolut... Was? Was war das denn jetzt? Hä? Was? Java hat ein Problem fest. Was? So, Entschuldigung. Oh, meine Maus ist noch ein Bild. Ich hoffe, das sieht man nicht. Java hat ein Problem festgestellt und hat irgendwie für nötig befunden, mir das mitzuteilen, was meine Aufnahme abgebrochen hat. Ja. Schön für Java. Keine Ahnung, mir egal. Ich hoffe mal, dass... Ich kenne mich mit Computern irgendwie auch so gar nicht aus.
Dafür, dass ich eigentlich sowas Nerdiges wie Let's Plays mache, bin ich eine ziemliche Flachzange in dieser Hinsicht. Okay. Warum bin ich nochmal wieder nach oben gegangen? Irgendwie unten war nichts oder so, ne? Also macht das diesen ganzen Abschnitt einfach nur nutzlos und Zeitverschwendung, so wie jedes zweite Element in Castlevania 2? Kann das sein? Au. Au. Ja, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade immer noch ein bisschen irritiert davon, dass einfach mal mein Aufnahme abgebrochen wurde. Und ja, mal sehen. Ist hier irgendwo eine Falltür, wo ich durch kann oder so. Zack, zack, zack. Es ist echt absolut nutzlos jetzt gewesen, dass ich hier lang bin. Und es war, jetzt geht es wahrscheinlich einfach nur da weiter, wo ich am Anfang gesagt habe, ich suche erst den Eichenkerl. Ach, Castlevania 2. Du und ich werden niemals gute Freunde. Ja, es hat auch mal einer gefragt, warum ich mir dieses Spiel antue. Ich weiß es nicht. Warum mache ich das generell so Spiele? Das ist, also, oh, ich muss mal wieder ein richtig gutes Spiel spielen. Ich meine, Castlevania 1 zum Beispiel war gut, aber es war so verdammt schwer, dass ich, keine Ahnung, Zahnschmerzen bekommen habe. Ein richtig gutes Spiel, irgendwas richtig Entspanntes. So, ich glaube, unten war ich noch nicht. Ja, ich habe da sogar ein paar Spiele in Aussicht. Ich habe da sogar schon mal was aufgenommen, aber das hat mir nicht gefallen, aus mehreren Punkten. Maßgeblich war dafür, dass es mir nicht gefallen hat, dass ich die Musik im Hintergrund zu laut gestellt hatte und man sie doppelt gehört hat, weil sie nochmal im Mikrofon aufgenommen wurde. Das war doof. Und die Grafik hat mir nicht gefallen. Ja, mit Grafik meine ich nicht die Spielgrafik, die ist super, sondern die Auflösung, in der ich aufgenommen habe, war irgendwie sehr niedrig. Das liegt aber daran, dass ich für das Spiel, ich kann mal keinen Spoiler-Tipp hier geben, ist für DOS, also ich lasse es über DOSBox laufen und naja, sagen wir, zumindest es war der Plan, es über DOSBox laufen zu lassen. Aber das hat nicht so. Ah, da oben ist er. Super, ich werde jetzt eiskalt wieder zurückmarschieren. Vielleicht muss ich das auch. Ah. Okay. Aber ich habe noch eine andere Version gehabt. Also ich habe es auf CD gehabt. Ja, ich hatte es mal auf CD. Und diese Datei hatte ich noch und die habe ich mit dem Crack zum Laufen bekommen. Und wenn ich das mit Fraps aufnehme, kommt eine 240p total beschissene Qualität dabei raus. Und das gefällt mir nicht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay, jetzt bin ich hier. Okay, also muss ich da hoch. Irgendwie. Ich muss da hoch, um zum Eichenstabmann zu kommen. Okay. Also. Warte mal. Das kann nur irgendwo nicht sein. Guck mal, da ist ein Skelett. Ja, gut, darauf können wir uns einigen. Wie komme ich denn da hoch? Gut, muss ich mal gucken. Das ist eben die Qualität. Mit Fraps, mit dem Todesprogramm, das ich von einem Bekannten von mir habe. Mit dem man alles aufnehmen kann in HD und 1080p und was auch immer. Ja, da war die Qualität irgendwie total scheiße. Und da fragt man sich natürlich als rationaler Mensch hier, was soll das? Und ja, ich muss jetzt versuchen, eine DOSBox-Datei aufzutreiben. Da muss ich glaube ich nicht hin. Ich gehe mal Treppe hoch, das Skelett war hier oben. Eine DOSBox-Datei aufzutreiben, mit dem ich dieses Spiel dann spielen kann. Wie gesagt, ich hab's im Original, beziehungsweise hatte mal. Und hab's da auch schon durchgespielt, es wäre kein Blind Let's Play. Aber, naja, so halb blind, glaube ich. Also, ich weiß nicht mehr alles aus dem Spiel, ist schon eine Weile her, aber so ein paar Sachen weiß ich noch. Die Story kenne ich und was passiert ungefähr. Und ja, mehr sage ich aber nicht, das wäre nämlich so viel verraten. Ach, Scheiße, das habe ich gerade ganz vergessen. Also, beziehungsweise ist mir wieder eingefallen, als ich durchgefallen bin. Was ich auch irgendwo so macht. Ja, das hat mir grafisch nicht gefallen. Also habe ich die Aufnahme wieder gelöscht.
Ach ja, und da war diese Soundsache noch. Das hat mich richtig aufgeregt zum Nachhinein. Die Aufnahme war gar nicht so schlecht. So. Also, ich finde, ein großes Manko, was Castlevania 2 auch hat, es hat nicht diese genialen Musiktitel wie Castlevania 1. Finde ich, muss man einfach mal sagen, Castlevania 1 hatte so coole Musik, dass das schon weh tat. Ich meine, okay, Castlevania 2 hat Bloody Tears. Das ist ein ziemlich guter Song. Aber sonst bin ich so beeindruckt. So, oh, Zufall. So. Ich bin etwas ratlos in Bangkok hier. Vielleicht, wenn ich mal nach links gehe. Weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Mal sehen, wo ich da rauskomme. Dann werden wir mal weiter sehen. War ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung gerade. So, zack, zack. Also den Morgenstern habe ich schon ganz lieb, muss ich sagen. Der ist eine Mordsache. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Scheibenkleister. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr zurück. Irgendwie eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Kann ich da irgendwie durch die Wand? Das muss ich mal ausprobieren. Okay, ja. Und das neue Spiel wird aber noch auf sich warten lassen, denke ich. Denn mit Castlevania 2 komme ich ja hier, wie ihr gerade seht, nicht gerade in rasendem Tempo voran. Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht einfach da durch? Ja, nicht gerade in rasendem Tempo voran. Und ich habe ja immer noch Rendering Ranger, mein, ich glaube, am längsten laufendes Projekt überhaupt, weil ich irgendwie immer nur zwischen den Spielen, die auf die ich gerade so Bock habe, mal ein, zwei Parts aufnehme. Und dann ist wieder gut. Naja, also es ist nicht so, als hätte ich was gegen Rendering Ranger. Das ist ein super tolles Spiel. Aber pff, teilweise echt anstrengend. Also, gerade das Level, in dem ich jetzt gerade bin, boah, dann sitzt man so vor seiner Konsole und denkt sich: Hey, du hast jetzt die Wahl zwischen Castlevania 2, wo du keine Ahnung hast, was gerade abgeht, aber es ist nicht sonderlich schwer. Und Rendering Ranger, wo du auch keine Ahnung hast, was abgeht, aber es fliegen einfach 5 Millionen Sachen auf einmal auf dich und du versuchst einfach nur klarzukommen. Du versuchst nicht mal nicht mehr getroffen zu werden, du versuchst nur noch diese Unverwundbarkeitszeit, die du hast, dazu zu nutzen. Jetzt bin ich hier. Das heißt, ich bin einmal im Kreis gelaufen, was mir jetzt direkt nichts gebracht hat, außer die Erkenntnis, dass ich einmal im Kreis gelaufen bin und ein besseres Verständnis der Karte. Damit rechtfertige ich jetzt mein Versagen und ihr hört einfach weiter zu. Ja. Und bei Random Ranger versuche ich teilweise gar nicht mehr, nicht getroffen zu werden, sondern nur meine Unverwundbarkeits-Blinky-Zeit, wisst schon, was ich meine, nach einem Treffer so zu nutzen, dass ich möglichst weit damit komme. Und am Ende halt noch den Boss killen. Und ich hätte es geschafft, das eine Mal. Ich weiß, ich hätte es geschafft in diesem Level. Hätte ich nicht direkt vorher meine Waffe verloren. Naja. Gut, aber dazu komme ich auch noch. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Habe ich nichts gegen. Aber wahrscheinlich Fans von Castlevania 2 werden nicht so auf Rendering. Ah, gut, ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Werden nicht so auf Rendering Ranger abfahren, denke ich. Ist aber eure Entscheidung. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich verurteile hier keinen für seine Ansichten über. Wie viele Herzchen habe ich eigentlich? 256. Für seine Ansichten NES gegen SNES oder Side-Scrolling gegen. Schieß mich tot. Jetzt gehe ich mal unten lang. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht. Genau. Wenn da unten überhaupt irgendwas ist. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Aber man kann es immer ausprobieren. Zack. Zack. Nein. Hier ist nichts. Das ist schlecht. Auch nicht am Boden irgendwie, dass ich da durch kann. Ach, komm schon. Nein, nein, nein. Ja. Castlevania 2, also. Ich muss zugeben, jetzt wo ich es spiele, finde ich es nicht so schlimm, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Ich meine, es ist nicht gut. Darauf können wir uns einigen, aber so
so schlimm ist es auch nicht. Es gibt halt ein paar echt nervige Sachen und ja, wenn man die nicht weiß. Ich glaube, wenn ich keine Ahnung gehabt hätte, hier ewig gehangen hätte, dann kommt einer und erzählt mir das. Ich weiß nicht, ob ich es ihm überhaupt geglaubt hätte. Nee, also wahrscheinlich eher nicht. So. Jetzt bin ich wieder hier. Das bringt mir was? Mist. Also, jetzt gehen wir mal die Treppe hoch und versuchen rauszufinden, ob sich da irgendwo was reißen lässt, dass wir zu Eichenflockmann kommen. Er ist hier, ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß, wo ich ihn sehen kann, ich weiß nur nicht, wie ich zu ihm komme. Ich bin nicht mal. Oh, was ist das? Oh, war wohl ein Buch drin. Das ich direkt aufgenommen habe. Der Fluch hat den Laurelbaum getötet. Wow, ich fühle mich erleuchtet. Das bringt mir ja so viel. Also ich. Ah! Spiel! Hast du. Musst du wirklich darauf zurückgreifen, deine Nebenhandlung, die unwichtige Nebenhandlung, die ein bisschen Stimmung erzeugen soll, in Items zu erzählen, die ich in Steinblöcken finde, die ich mit Weihwasser bewerfe, in einem Dungeon. Musst du das? Nein, das hast nicht mal du nötig. Benimm dich nicht so. Zack. Doch, ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Nee, nee, nee. Ist nicht gut. Okay. Oh, sag mir nicht. Ach. Komm her, du. Komm her. Ja, ich möchte 10 von den Dingern kaufen. Einfach da. Verkauf mir mehr. Ich weiß, ich kann nicht mehr stacken. Man kann die nicht stacken. Man kann Steaks nicht stacken. Was für eine kranken Welt leben wir hier? So, wenigstens bin ich direkt hier und ja, gut. Das haben wir erledigt. Wir sind ruhig, wir sind entspannt. Man hätte Fortschritt erfreuen. Warum sollte ich mich nicht über sowas freuen, nur weil es total dämlich war? Wer hat sich wirklich damals gedacht? Sei eine gute Idee, so viele Falltüren und durchsichtige Sachen zu machen. Und ja, hier storyrelevante Items, die sind hier hinter der Tür, da wo man nicht guckt. Zack, komm, keine Lust mehr. Was kriege ich heute? Draculas linker Hoden. Ich besitze. Okay, ich hab keine Ahnung, was das ist, weil ich es aus Versehen weggeklickt habe. Ich verspreche euch, bis zum nächsten Mal gucke ich nach. Trotzdem wird es bestimmt irgendwas Doofes. Und ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Aber ja, geht einfach jetzt aus diesem Menschen hier raus, aus der Villa, aus dem Dungeon, was auch immer das ist. Und dann haben wir es geschafft. So, ich will jetzt keine Klagen mehr hören von mir selbst auch. Eigentlich nur von mir selbst bis jetzt. Und ja, hab's gleich. Mal sehen, was uns danach erwartet. Ich meine, viel fehlt uns nicht mehr. Wir haben noch 2 Gegenstandsplätze frei. Beziehungsweise es könnten auch 3 sein, wenn wir wieder ein Kristall für einen anderen eintauschen. Aber sonst, vom Dracula haben wir langsam ziemlich viel zusammen. Vielleicht haben wir sogar schon alles und, ja. Hicks. Entschuldigung. Vielleicht haben wir sogar schon alles und könnten ihn jetzt schon theoretisch zur Hölle befördern, wo wir ihn natürlich auch eigentlich herholen würden. Aber naja. Gut. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist ein Blind Let's Play. Habt Erbarmen mit mir. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur ein kleiner Dr. Oppenheimer. So, ab nach links, komm. Zweifelsfalle immer nach links. Den Allzeit-Scroller. Nach links! Oh! Welcher Side-Scroller geht schon nach links? Okay. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, aber. Ist das seine Lunge oder so? Ach komm, probier's einfach. Es war nicht seine Lunge und ich kann nicht einfach ins Wasser springen. Gut, wir hatten Erfolg. Wir hatten Spaß, wir hatten Fortschritt. Und ich denke, das reicht dann auch für heute. Gut, endlich mal wieder was für euch zum Angucken. Ich hoffe, ihr freut euch.
Ich freue mich immer. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch ein bisschen. Ich wünsche euch noch, falls ihr das anguckt, nee, Moment, ist schon vorbei. Keine frohen Feiertage. Hoffentlich sehen wir uns vor Neujahr nochmal. Falls nicht, wünsche ich euch, wie man so schön sagt, einen guten Rutsch. Lasst's knallen. Ich mach's auf jeden Fall. Und ich meine nicht Feuerwerkskörper. Ich werde Spaß haben. Ich hoffe ihr auch. Guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Wir sehen uns hoffentlich vorher noch, wenn nicht danach. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.